Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Berserkermord. Ich habe einfach zwei Folgen verloren. Also zum Glück nicht verloren, aber in letzter Zeit habt ihr vielleicht mitbekommen, dass irgendwie Folgen online gehen, die chronologisch nicht mehr so ganz Sinn machen. Und mir ist aufgefallen, dass ich vor meiner letzten kurzen Auszeit was kann ich dir Gutes tun? Zwei Folgen vorproduziert noch hatte, die ich nie veröffentlicht habe. Da wäre noch was in der Pipeline gewesen für euch, das aber nie bei euch angekommen ist. Naja, aber jetzt, wenn die Folge hier online geht, dann solltet ihr auch die letzte, die verlorenen Folgen schon bekommen haben und jetzt stimmt wieder alles. Wenn du nur den Hauch einer Chance haben willst, solltest du über... Wie du meinst, Fremder. Wenn du nur den Hauch einer Chance haben willst, solltest du über Leichen gehen, wollte er sagen. Und das tun wir definitiv. Ja, das war krass jetzt in der letzten Folge, ne? Das war krass irgendwie. Wir haben nicht mehr viel Munition für irgendwas. Willkommen. Ich kann mit meinem Rücken mit ihm reden. Beim nächsten Mal. Und wir haben kaum noch Heilung und sind ganz schön angeschlagen. Zum Glück konnten wir hier mal ein bisschen speichern. Jetzt habe ich leider die Quest hier überhaupt nicht gemacht vor lauter Action, ne? 2 von 4. Hey, das sollte ich vielleicht nochmal zurücklaufen, ein bisschen kurz. Das ist nämlich wirklich eine leicht verdiente Bonusmission eigentlich, ne? Könnten wir mal gucken. Was war das? Drei von vier. Fehlt noch eins. Treffe ich das von hier? Yes. Perfekt. Na, guck. Mission erfüllt. Hey, aber das hier so, das ist mir noch nie aufgefallen, dass hier so Steinbruch ist. Ist das auch neu? Also das... Ach, wisst ihr was? Das war kein Steinbruch, das waren die Stampfallen. Ah, ja, ja, okay. Mit Steinbruch meine ich so... Steinschlag! Steinschlag meine ich. Das ist das Wort, das ich gesucht habe. Nicht Steinbruch. Oh, Hals und Steinbruch. Okay, gut, keine Ahnung. Ich weiß aber jetzt eh nicht. Wir machen jetzt, glaube ich, trotzdem nichts, aber... Gut, dass wir das trotzdem gemacht haben. Wenn überhaupt, glaube ich, dann holen wir uns hier nochmal ein Ticket. Angenehme Reise. So, willkommen. Was kann ich dir Gutes tun? Jetzt muss ich mal ganz kurz was nachgucken, Leute. Genau, hier habe ich den Raketenwerfer reingepackt, alles klar. Da war ich mir nicht mehr sicher. Ja, wie gesagt, ist teilweise viel Zeit zwischen den Folgen vergangen. Ursprünglich hatte ich ja wirklich geplant, dass ich den Mod hier nur 2-mal im Jahr weiterspiele. Immer, wenn ich mir quasi so 3-4 Wochen eine Auszeit nehme von YouTube. Aber jetzt ziehen wir den durch. Hallo. Ich kapiere es nicht. Warum dein Leben riskieren? Du kennst uns doch gar nicht. Habe ich doch gesagt. Damit ich mich besser fühle. Komm schon, sei einmal ehrlich. Los Iluminados. Ich habe für sie gearbeitet. Siehst du, wusste ich's doch. Euch zu helfen, macht das nicht wieder gut. Das weiß ich. Aber... Oh, Angry Leon! Wenn das so ist, häng dich gefälligst rein. Leon Smash. Harsche Worte für einen Knappen. Endlich raus aus dem Höllenloch. Tja, und was jetzt passiert, wir wissen es alle. Ich will es mir gar nicht anschauen. Werden Sie von diesem Kult kontrolliert? Das hat nichts mit dem zu tun. Ich habe mich hierzu entschieden als Feuermann. Major, Sie können nicht klar denken. Das gerade echt, das war ungünstig. Jetzt konzentrier dich und zeig mir, was du kannst. Ein Soldat wie Sie, der für solche Irren arbeitet, wieso? Wieso? Schon
vor 2 Jahren passiert ist? Operation Javier? Hast du in den letzten 2 Jahren gar nichts gelernt? Sie haben uns getötet. Keine Ehre, keine Gnade, nur zerstörerische Kraft. Ja, was ist leichter, das Gleiche für mich zu wollen? Mann, ey. Krauser. Damit, was war denn das jetzt? Das Spiel cheatet, finde ich. Verstehe Sie ja. Was passiert ist, ist unverzeihlich. Aber Sie können deshalb nicht unschuldigen Menschen schaden. Du bist immer noch ein Kind, das sich an eine Fantasie fesselt und böse klammert. Na schau, das war gar nicht so wild. Der Kampf wurde, glaube ich, nicht wirklich verändert, oder? Ich glaube, ehrlich gesagt, ich muss euch ganz ehrlich beichten, ich habe gerade zum ersten Mal verstanden, wie der Kampf wirklich funktionieren soll. Versteht ihr, wie ich meine? Genug gespielt, Rookie. Ich habe eigentlich immer nur die Angriffstaste gehämmert und mich geheilt. Hat auch funktioniert. Naja. Die Cutscenes skippe ich einfach, ne? Weil die Cutscenes haben sich nicht verändert oder sowas. Das ist noch immer der gleiche 0815 nicht, aber der unveränderte Originalspiel-Content. Und wir spielen ja Resident Evil 4 auch nochmal unter Anführungsstrichen richtig, wenn wir soweit sind. Es geht ja hier wirklich nur um die veränderten Mod-Inhalte. Oh, ich habe ein rotes Kraut liegen lassen, Nanu. Ich könnte mir vorstellen, ich bin gespannt, ich könnte mir vorstellen, dass wenn wir dann wirklich zu Resident Evil 4 kommen, was ja aber auch jetzt noch ewig dauert, ne? Aber wenn, könnte ich mir vorstellen, dass sich das ohne Berserker-Mod fast ein bisschen lame anfühlt, so, versteht ihr? Weil wir jetzt irgendwie so viel Zusatz-Action hatten. Irgendwie wird hier ein Bonusschatz angezeigt, aber der ist, wenn, dann im oberen Stockwerk, oder? Ja, ich glaube schon eher. Auf zum Uhrenturm. Aber vorher gibt es jetzt nochmal viel Backtracking. Wir können jetzt nämlich zurück in den Thronsaal und da ein bisschen looten. Da gibt es unter anderem wahrscheinlich ein goldenes Ei. Ich meine, gucken wir mal, was der Mod verändert hat, ne? Aber ja, genau. Da gibt es auf jeden Fall hoffentlich, denke ich, auch in diesem Mod was Interessantes für uns. Ah ja, und wir sollen ein Ei auf sein Porträt werfen, natürlich. Das haben wir auch noch. Ich hab da was, das könnte dir gefallen. Oh, haben wir neue Waren? Was gibt's denn Neues? Ein Rezept für Liquid Fuel. Flammenwerfer-Munition. Ich muss sagen, ich finde den Flammenwerfer leider echt lame. Ich find's voll geil, dass die echt auch eine komplett neue Waffe eingebaut haben in das Spiel. Bin ich großer Fan davon. Aber ich finde den Flammenwerfer irgendwie lame. Irgendwie verbraucht er viel zu schnell Sprit, aber viel zu schnell. Und die Power ist dafür irgendwie nicht ausreichend. Keine Ahnung. Moment mal, kann ich den Flammenwerfer tunen eigentlich? Da muss ich jetzt nochmal kurz gucken. Ein kleiner Schlüssel. Ist eine Knarre des anderen Leid willkommen. Ich habe nur die feinste Waffe im Angebot. Ah, hier, doch, genau. Man kann den Flammenwerfer auch tunen. Der hat deine nur kein Waffen Symbol. Sind okay, in na gut. Händen, Partner. Keine Sorge. Ah. Ja, Flame Distance. Aha, das macht Sinn. Die Flammendistanz erweitern. Aber irgendwie ist da kein Preis. Also, kann ich das doch nicht machen? Oder. Verstehe ich nicht, aber Magazingröße, Angriffskraft, das wird vielleicht Sinn machen. Increase the power by 1,5. Kann man die Distanz gar nicht verbessern? Hm. Naja. Schauen wir mal. Vielleicht können wir den Flammenwerfer noch ein bisschen upgraden und dann ist er vielleicht doch sinnvoll. Aber aktuell... Shit.
Aber ein schönes Modell, oder? Dass die da auch extra dafür gemacht haben. Doch. Ja. Finde ich schön. So. Zurück im Nest. Aber nicht in dem Nest. Also nicht in dem Nest, aber auch nicht in dem Nest. Versteht ihr? Im anderen Nest. Nicht in dem Level aus Outbreak, das Nest heißt. Und nicht im Nest aus Resident Evil 2. Sondern im Nest aus Resident Evil 4. Nicht, dass da Verwirrungen aufkommen. Na, wunderbar. Aber wenn ich jetzt eine Blendgranate hätte, Blendgranaten, mächtigste Waffe in ganz Resident Evil, könnt ihr einfach sagen, was ihr wollt. Es gibt einfach keine andere Waffe, mit der man in der richtigen Situation so große Armeen an Gegner wegbomben kann, wie mit einer einzelnen Blendgranate. Also in Resident Evil 4. Aber ich würde sogar behaupten, in der gesamten Resident Evil Reihe kommen so Säuregranaten, weil die sind sehr effektiv gegen lebende Dinge. Und dann kommen aber auch schon Blendgranaten. Oder ich glaube auch in... Ja, ich glaube schon auch die defensiven Waffen in Resident Evil 1 Remake sind Blendgranaten, ne? Und auch die sind sehr, sehr mächtig. Insofern, ne? Blendgranaten. Ich glaube, ich würde behaupten... Ich weiß nicht, ob es stimmt, aber ich würde jetzt einfach mal behaupten, in keiner Videospielreihe jemals waren Blendgranaten allgemein so mächtig... Wie in Resident Evil, in der Resident Evil-Reihe. Hab ich gerade einen Huhn attackiert? Ich denke schon. Das ist so schönes Environmental Storytelling. Aber da reden wir, glaube ich, über die Salazar-Familie und was wir hier im Schloss alles über die Salazars lernen und so. Da reden wir dann, wenn wir das wirklich spielen. Wenn wir das wirklich, wenn wir wirklich quasi in unserer chronologischen Reise durch Resident Evil da angekommen sind, müssen wir da, glaube ich, sehr viel drüber reden, was wir hier so sehen und finden und alles, ne? Das ist schon großartig. Aber jetzt nicht. Wenn die Hühner jetzt vielleicht noch ein Ei legen würden, das wäre echt nett, weil ich will ehrlich gesagt das goldene Ei nicht verschwenden, um jetzt hier das Gemälde mit einem Ei zu bewerfen, aber ich habe auch keine Eier mehr. Oliver Kahn hatte einfach recht damals, ne? Der war ein Visionär, wenn es um Resident Evil 4 geht. Wir brauchen mehr Eier. Willst du ein Ei legen? Hey! Ich habe mal ein Experiment gemacht. Und bin ewig lang, hab einfach den Controller weggelegt und bin ewig lang auf der Hühnerinsel stehen geblieben. Weil ich wissen wollte, ob man theoretisch unendlich viel Heilung sammeln kann. Und ich habe das Gefühl, ich bin mir nicht ganz sicher, man müsste da mal wirklich ausgiebigere Experimente machen. Oder vielleicht hat das sogar schon jemand gemacht. Wenn ihr da mehr wisst, sagt mir gerne Bescheid in den Kommentaren. Aber laut meinen Tests ist es so, dass die Wahrscheinlichkeit für Eier... Oh! Braunes Huhn, Beste! Dass die Wahrscheinlichkeit für Eier sinkt, je mehr Heilung, also je besser man geheilt ist und je mehr Heil-Items man im Inventar hat. Und die legen weiterhin Eier, aber sehr viel weniger. Sehr viel seltener. Und man kann, glaube ich, nicht unendlich Eier kriegen. Irgendwann hören die auf, Eier zu legen, wenn man zu viel Heilung hat. Und genauso ist es mit Fischen, die irgendwie in der Fischfarm spawnen und lauter so Sachen.
Wie schön erledigt. Das auch gemacht ist. Wie schön das auch aussieht, ne? Richtig glibberig. Schön. Gut, dann haben wir jetzt ein goldenes Ei aufgehoben und Hühner. Und die Nebenquest abgeschlossen. Ja gut. Jetzt könnten wir gucken. Oh, da ist noch eine schwere Granate. Was? Und Gewehrmunition? Okay. Jetzt könnten wir nochmal zurück in die Burg gehen, theoretisch. Aber ich glaube, wir haben da eh schon eine relativ umfangreiche Expedition gemacht. Ne? Wir waren auch im Mausoleum mit Leon, oder? Ich glaube schon. Ich denke, wir haben hier alles abgeschlossen. Nö, aber dann hauen wir jetzt ab. Dann gehen wir in den Uhrenturm. Der Uhrenturm. Sind das nicht die Bösen aus Herr der Ringe? Die Uruturm. Ich glaube schon. Witzigerweise vergesse ich den Raum immer. Immer, wenn ich... Also, nicht wirklich. Mittlerweile nicht mehr. Aber ich würde sagen, die ersten 5 Mal oder so, wo ich das Spiel durchgespielt habe, habe ich den Raum mit den beiden blinden Kerlen vergessen. Mit den beiden blinden Wolverines. Ich dachte immer... Ah, da ist ein Käfer. Ich wollte den eigentlich, aber ist okay. Ich dachte wirklich immer, da ist jetzt gleich der Thronsaal dahinter. Wisst ihr, was ich meine? Ey, legen die hier einfach nochmal neue Käfer im Weg, ne? Ganz schön gemein. Einsame Spitze, Fremder. Selber. Selber einsam. Ich habe Freunde. Leon hat Freunde. Ich habe zum Beispiel manchmal Briefkontakt mit Chris. Und ich glaube, Ada mag mich auch insgeheim, auch wenn sie es nie offen sagen würde. Verstehst du? Ich bin nicht so einsam. Ich glaube, Leon ist wirklich sehr einsam. Leon hat keine Freunde. Der Uhrenturm hat Zeiger. Und er geht mir auch auf Selbing. Oh, das war auch das alles. Der Uhrenturm und der Boss danach. In meinem ersten Playthrough auf Hard. Holy shit. Es ist wirklich so. Der deutsche Text im Englischen. Oder nee, warte. Der englische Bildschirmtext. Ja, ich weiß nicht. In irgendeiner Sprache, entweder im Englischen oder im Deutschen, wird einem nahegelegt, dass der schwere Schwierigkeitsgrad für die Personen ist, die Resident Evil 4 schon kennen. Und ich habe mir gedacht, ach so, ja dann, ne? Dann nehme ich das mal für meinen ersten Playthrough. Ich kenne das Original schon ziemlich gut. Und es ist einfach fucking schwer. Ich bin ein bisschen stolz, dass ich meinen ersten Playthrough auf Hard gemacht habe. Aber es gibt ein paar Passagen, da habe ich mir echt gedacht, holy shit, wollt ihr mich komplett verarschen? Habe ich die schwere Granate liegen lassen? Ja, ich bin ein Trottel. Naja. Kann man nichts machen. Es ist einfach wirklich hardcore. Wenn man dann das ein-, zweimal durchgespielt hat, bessere Waffen hat und sowas, ne? So ein bisschen das New Game Plus dann auf schwer macht. Dann ist es gleich wieder ganz was anderes. Aber der erste Playthrough auf schwer, es gab ein paar Passagen, die haben mich zur Verzweiflung getrieben und hätten mich fast dazu gebracht, nochmal auf normal neu anzufangen. Aber zum Glück habe ich es durchgezogen. Aber, und dieser Turm hier und vor allem der Boss danach, das war einer davon. Da wusste ich, also, holy shit. Und da wusste ich das noch nicht mit den Eiern und so weiter, ne? Das war alles, ich habe das ja netterweise vor Release alles spielen dürfen, dank Capcom. Insofern gab es da noch keine Tipps und Tricks und so. Eieiei, das war hart. Aber gut, war schön, war auch ein Erlebnis. Okay, wir machen hier Schluss. Hier jetzt an der Stelle, hier und heute. Hiermit beende ich diese Folge offiziell. Es war mir ein Vergnügen. Ich hoffe, euch auch. Ich habe eine neue Kamera. Nur nebenbei. Fällt mir gerade ein. Ich habe die noch nicht in Betrieb genommen, aber die ist, glaube ich, sehr, sehr gut. In den Streams werde ich jetzt sehr viel hübscher sein dadurch. Aber es wird auch, kann ich schon mal sagen, einen neuen...
wie soll ich sagen, es wird eine Videoreihe im neuen Stil auf dem Hauptkanal geben. Ich habe da schon eine sehr coole Idee und da brauche ich die Kamera dafür. Das wäre cool, kann aber noch ein bisschen dauern, bis das kommt. Aber falls ihr euch denkt, hä, er hat doch irgendwann mal angekündigt, dass er dies und das Video macht und das aufarbeiten will auf dem Kanal, wann kommt das endlich? Ich habe darauf gewartet, dass technisch alles jetzt passt und jetzt ist es soweit. Könnt ihr schon mal gespannt drauf sein. In dem Sinne jetzt vielen Dank fürs Dabeisein und bis zum nächsten Mal. Tschüss.